willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe vor einer Weile, ich glaube es ist schon ein paar Wochen her mittlerweile, mal auf Instagram gepostet, ganz stolz, meine Lavendelausbeute. Und da haben mich sehr viele gefragt, hey, was machst du denn eigentlich so damit und kannst du das nicht mal zeigen? Deswegen habe ich jetzt da ein Video zu gemacht, beziehungsweise ich mache es gerade. Man kann mit Lavendel unheimlich viel herstellen und anstellen generell. Das finde ich so faszinierend. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich liebe Lavendel. Das riecht so geil. Oh, ich liebe das, wenn meine Wäsche so danach riecht. Ihr kennt ja wahrscheinlich alle so den Klassiker, ein Duftsäckchen für den Schrank. Aber man kann damit noch so viel mehr machen. Ich zeige euch heute mal ein paar Varianten, was ich damit gemacht habe. Gebe euch noch ein paar Anregungen, was man damit machen könnte. Und dann hoffe ich, dass euch das weiterhilft und dass euch das gefällt. Wenn ja, zeigt es doch mit einem Daumen nach oben. Bevor man mit dieser Produktion anfängt, braucht man natürlich erstmal Lavendel, das ist klar. Ich habe meine draußen, logischerweise, kann man super auf dem Balkon oder im Garten anpflanzen, ist total pflegeleicht. Ich bin auch niemand, der sich groß um Grünzeug kümmert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich lasse meinen Lavendel einfach draußen, gieße den, wenn es zu trocken ist. Ich mache damit einfach gar nichts. Also im Winter decke ich den auch nicht ab oder so. Gelegentlich schneide ich da mal so ein bisschen ab, damit der nicht zu buschig wird, aber ansonsten mache ich da gar nichts mit, also ist total pflegeleicht. Lavendel hat ja eine entspannende und beruhigende Wirkung, wirkt außerdem konzentrationsfördernd, deswegen kann man den, falls ihr es nicht wusstet, auch einnehmen. Vielleicht kennt ihr ja Lavendel-Tees, gibt es im Supermarkt und in der Drogerie. Oft sind es in diesen Tee-Mischung ist Lavendel enthalten. Kennt ihr so diese Tees, wo dann draufsteht Beruhigungstee oder Schlaf- und Nerventee oder sowas. Da müsste man in die Zutatenliste gucken, da ist oft Lavendel drin. Ich glaube, dass vielen gar nicht so richtig bewusst ist, dass man Lavendel auch essen kann. Deswegen gibt es da auch ein paar spannende Rezepte im Internet zu. Aber ich benutze das eigentlich eher so für die Körperpflege bzw. eher für so wohltuende Dinge. Als Badezusatz zum Beispiel ist es super. Aber natürlich, bevor man das eben herstellen kann, alles braucht man erstmal getrockneten Lavendel. Das heißt, wie macht man das? Man schneidet den Lavendel erstmal ab. Das macht man am besten so, sagen wir mal, 10 cm grob geschätzt unter der Blüte. Also ruhig mit Stängel, mit Stiel und allem. Ernten sollte man den übrigens, wenn ein paar der Blüten schon offen sind, aber noch nicht alle. Denn dann in dieser Phase hat das so sein stärkstes Aroma, sagt man. Es macht jetzt aber auch nichts, wenn man jetzt schon ein bisschen spät dran ist. Und der Lavendel ist jetzt schon vollkommen aufgeblüht. Das geht dann immer noch. Aber es ist halt nicht, also die Phase des stärksten Aromas ist halt dann schon überwunden. Aber es hat halt trotzdem noch Aroma, kann man halt trotzdem noch verwenden. Ja, dann muss man das Ganze natürlich trocknen. Am besten, man erntet es bereits schon dann, wenn es ja so Mittag ist, weil dann ist der Morgentau schon verschwunden. Es sollte halt einfach nicht nass sein, das ist das Problem, also nicht bei Regen pflücken. Ja, und dann bindet man das Ganze einfach zu Sträußchen zusammen. Das kann man dann mit einem Faden machen oder mit einem Draht. Ich persönlich mache das am liebsten einfach mit Haargummis, weil die muss ich danach nicht wegwerfen, die kann ich wiederverwenden. Und das Gute ist, wenn Lavendel trocknet, zieht er sich ja logischerweise zusammen, weil der Wasser verliert. Und die Gummis gehen dann halt einfach mit. So ein Draht und so ein Faden, da kann es schon mal sein, dass es dann so ein bisschen lockerer wird und nicht mehr ganz so gut hält, gerade wenn man das dann aufhängt. Von daher, Haargummis hat man sowieso eigentlich zu Hause. Es ist eigentlich eine super Lösung, finde ich. Man sollte das Ganze aber nicht im Ofen trocknen lassen und auch nicht in der prallen Sonne hängen lassen, weil diese sehr starke Wärme dazu führen kann, dass das Aroma flöten geht. Und gerade wenn man die Sträußchen als Ziersträußchen verwenden möchte, zum Beispiel einfach dann trocken in so eine Vase gestellt, dann ist die Farbe der Blüten einfach nicht mehr so schön. Das bleicht halt dann aus. Deswegen würde ich es an einem einigermaßen warmen, also nicht zu kühlen, nicht zu heißen Ort einfach auffangen, an ein schattiges Plätzchen und dann einfach es von selbst trocknen lassen. Das dauert so, kommt auf an, ja, 1 bis 2 Wochen, sage ich mal. Man kann das ein bisschen fühlen. Wenn die Blüten in der Hand zerbröseln, sind sie getrocknet. Und dann, wenn man jetzt zum Beispiel Duftsäckchen befüllt, will, das kann man dann einfach in Duftsäckchen füllen. Man kann sich selbst welche nähen aus Stoffteilen, wenn man kann, möchte. Ich persönlich bin ja faul, das heißt, ein Tipp für Faule, nehmt einfach ein paar frische Socken, die sollten natürlich sauber sein, stopft es einfach da rein, knotet die Socken zu, ihr könnt sie auch zunähen oder mit einem Gummi zumachen oder mit einem Draht oder was, dann hängt euch das einfach in den Kleiderschrank oder schmeißt es in die Schublade zu den Socken oder was weiß ich was. Mache ich auch immer, also in jeder Schublade habe ich ein so ein Säckchen, in jedem Schrank habe ich ein so ein Säckchen, ich habe ja auch ganz verschiedene, also das sind meine fertigen, selbstgemachten aus Socken. Sind jetzt nicht sehr dekorativ, aber erfüllen ihren Zweck. Das hier habe ich vor Jahren mal, ich glaube, bei DM gekauft. Da ist das Gute, dass man das natürlich, wenn es nicht mehr riecht nach einer Weile, kann man das einfach öffnen, Inhalt raus, neuen Lavendel rein und dann kann man es wieder benutzen.
oder hier solche Säckchen, das habe ich extra gekauft. Und das Gute ist, als kleiner Tipp, falls ihr euer Säckchen schon ein bisschen länger habt und das duftet nicht mehr, dann knetet das mal alles so richtig ordentlich durch. Dann werden die ätherischen Öle freigesetzt und es duftet wieder. Dann kann man es nochmal ein paar Monate benutzen. Wenn es irgendwann gar nicht mehr duftet, dann kann man es natürlich einfach austauschen. Man sagt ja, dass das sehr gut gegen Motten hilft, dieser Lavendelgeruch im Kleiderschrank. Also ich habe keine Motten, kann ich nur sagen. Falls ihr das als Gewürz verwenden wollt, empfehle ich euch, das in ein luftdichtes Glas, Einmachglas oder so zu geben, diese Blüten, weil die sonst ihr Aroma verlieren. Also so in so einem Einmachglas hält das eigentlich schon ziemlich lange. Das kann man als Gewürz verwenden. Also einfach ein bisschen nur davon, dann übers Essen streuen oder vorher klein machen. Kann man ja ganz einfach in den Fingern zerbröseln. Ich habe mir sagen lassen, wenn man zu viel reingibt, soll es bitter werden. Ich habe es aber noch nicht ausprobiert. Ich habe immer nur ein ganz kleines bisschen verwendet. Also ich habe es jetzt noch nicht übertrieben. Man könnte es ja mal ausprobieren, aber ich würde jetzt ungern mein Essen damit verderben. Aber nur als Tipp, ich habe gehört, wenn man zu viel reingibt, soll es bitter werden. Ist natürlich Geschmackssache, ne? Lavendel hat einen sehr speziellen Geschmack. Da muss man noch erstmal rausfinden, wozu das passt, ob man das überhaupt mag. Ich finde es aber eine interessante Erweiterung zu den normalen Gewürzen, die wir so kennen. Also ich bin sowieso ein Gewürzfan. Ich habe so viele verschiedene Gewürze. Ich habe mir jetzt mal so ein kleines Gläschen mit Lavendel dazugestellt und werde dann gelegentlich mal so ein bisschen rumprobieren, wozu das passt und wo mir das schmeckt und ja, wo vielleicht auch nicht. Habt ihr schon mal mit Lavendel gewürzt? Was sagt ihr dazu? Schmeckt euch das? Ich finde es ganz interessant, muss ich sagen. Dann habe ich Lavendel-Essig hergestellt. Hier ist zum Beispiel mein Gläschen. Ihr spiegelt es jetzt so. Ich packe es schnell wieder weg. Lavendel-Essig ist ein tolles Gesichtswasser. Ich benutze ja selbst schon Apfelessig fürs Gesicht und da hat man dann natürlich nochmal zusätzlich die Eigenschaften des Lavendel mit dem Essig zusammen. Das ist ganz toll bei fettiger Haut bzw. bei Akne, weil das stimuliert das Wachstum neuer Hautzellen und reguliert die Talgdrüsentätigkeit angeblich. Ich habe es jetzt erst seit einer Weile hier in meinem Glas. Das ist noch nicht abgefüllt, deswegen muss ich das noch ausprobieren. Aber Apfelessig alleine auf jeden Fall bin ich schon mal ein großer Fan von. Für dieses Gesichtswasser verwendet man am besten frische Lavendelblüten und legt sie dann für eine Woche in diesen Essig. Das sollte man dann täglich mal so ein bisschen durchschütteln, damit sich das ein bisschen verteilt. Das führt dann zu einem intensiveren Ergebnis. Zum Schluss sollte man das Ganze natürlich abseihen. Das muss ich jetzt demnächst auch mal machen. Na, also man sieht das Ganze, oder ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, das schwimmt halt alles hier oben drin rum. Da das natürlich auch sehr feine Partikel sind, würde ich euch zum Beispiel empfehlen, euch so einen Nussmilchbeutel zum Beispiel zu holen. Ich muss mir auch mal wieder einen neuen holen. Meiner ist mittlerweile total verfärbt, weil ich da letztens mal, da habe ich irgendwas mit Pfefferminze gemacht. War das Pfefferminze? Oder war das, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Und jetzt ist der halt so ein bisschen vergilbt, also der ist sauber, aber der ist halt verfärbt. Ich muss mir einen neuen kaufen, der sieht nicht mehr so schön aus. Kann man ganz einfach im Internet kaufen. Ich weiß nicht, ob es den mittlerweile in Supermärkten oder in der Drogerie gibt. Keine Ahnung. Habt ihr das mal da gesehen? Ich glaube nicht. Ich verlinke euch das vorsichtshalber mal einfach in die Beschreibung, falls ihr daran interessiert seid. Braucht man auch generell für viele Dinge, zum Beispiel wenn man vegane Milch selbst herstellt. Ist sehr praktisch sowas oder generell, wenn man so Do-it-yourself-Kram macht, ist es immer ganz gut, sowas im Haus zu haben. Man kann natürlich auch einfach mit so einem Geschirrtuch abseihen. Das würde ich persönlich aber nicht machen, weil dieses Geschirrtuch, das hat man gewaschen, da sind Waschmittelreste drin, schlimmstenfalls noch Weichspülerreste und so. Und das würde ich jetzt nicht unbedingt... gut, hier ist es jetzt nur Kostmetik, in meiner Kostmetik haben, aber im schlimmsten Fall noch, wenn man damit jetzt zum Beispiel vegane Milch macht, dann hat man es ja noch in den Nahrungsmitteln, das ist für mich so, nee. Dann lieber einen Nussmilchbeutel kaufen, den man auch dann nur für sowas verwendet. Ich werde das auf jeden Fall demnächst auch mal probieren, den Essig so als Salatwürze zu nehmen, denn ja klar, in ein Dressing kommt ja logischerweise auch Essig. Gucken wir mal, wie das schmeckt. Wenn ich das probiert habe, kann ich euch das mal als Update in die Beschreibung schreiben. Ich habe es zu dem jetzigen Zeitpunkt eben noch nicht probiert, weil ich den Essig eben noch nicht abgeseilt habe. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das sehr interessant schmeckt. Lavendelöl habe ich auch gemacht. Kann man verwenden als Massageöl, Körper- und Badeöl. Ne, man kann auch eigene Salben theoretisch damit machen, Lippenpflege, alles Mögliche. Ich habe jetzt hier frische Blüten und Kraut, also alles zusammen. Also mitsamt Blüten, Blättern, Stängel in ein Glas gegeben, in so ein Braunglas, nennt man das so, Braunglas. Ihr könnt auch Einmachgläser nehmen, die sind auch super. Dann habe ich das mit kaltgepresstem Mandelöl aufgegossen. Ich nehme aber auch für meine Haut gerne Jojobaöl, je nachdem, was für einen Hauttyp ihr habt.
Wenn ihr jetzt sehr trockene Haut habt, zum Beispiel, empfiehlt sich da eher so Olivenöl zum Beispiel. Kann man auch einfach mal googeln, welches Öl für welchen Hauttyp am besten geeignet ist. Aber jetzt für fettige Haut, Pickel und so ist Mandelöl und Jojobaöl eigentlich ganz gut. Ich habe da jetzt verschiedene Varianten. Einmal mit Jojobaöl, einmal mit Mandelöl. Ich habe das auch schon mit Rosmarin übrigens gemacht. Und das funktioniert alles super. Dann kann man das so als Gesichtspflege verwenden. Dann gießt man das eben mit Öl auf. Wichtig ist natürlich, dass alle Pflanzenteile mit Öl bedeckt sind, weil sonst schimmelt es. Also bis zum Rand mit Öl auffüllen. Und das muss dann 6 bis 8 Wochen stehen. Deswegen ist mein Lavendel hier auch noch nicht fertig. Das dauert noch ein bisschen. Man sieht das nicht, weil das so ein dunkles Glas ist. Und dann natürlich auch wieder die Einzelteile rausfiltern und das Ganze dann in saubere Gläser füllen, damit kein Schimmel entsteht und nichts. Im Kühlschrank ist dieses Öl dann angeblich bis zu 6 Monaten haltbar. Das sollte eigentlich ausreichen, auch mit der Menge, die ich gemacht habe. Ich habe jetzt mir extra nicht zu viel gemacht, weil ich möchte, dass ich hinterher die Hälfte wegschmeiße. Ich habe ja gerade schon mal das Stichwort Tee genannt, denn diese ganzen Beruhigungstees enthalten Lavendel, sind aber total teuer, ist mir mal aufgefallen. Also die kosten schon einiges. Kann man easy selbst machen. Lavendel kann sich jeder, ein so ein kleines Pöttchen im Baumarkt kostet 2 Euro oder was, dafür hat jeder Platz. Dann kann man einmal im Jahr ernten und dann kann man sich selber Lavendeltee machen. Das reicht doch für einen Jahresvorrat, wenn man nicht gerade dauergestresst ist, was, na gut, zugegeben viele von uns sind. Da dann auch einfach die Blüten trocknen und dann das Ganze, die getrockneten Blüten, einfach in kleine Teebeutelchen geben. Ich kann euch empfehlen, ich habe meine mal im Internet gekauft, euch solche Teebeutel zuzulegen. Oder es gibt ja auch diese Teeglocken, also da gibt es ja auch ganz verschiedene Varianten. Es gibt diese Glocken von früher, dann gibt es aber mittlerweile auch moderne Varianten, wo man dann einfach losen Tee reinfüllen kann. Dann verschließt man das, dann gibt man das in die Tasse, schüttet das Ganze mit kochendem Wasser auf und dann zieht das halt. Und man kann das dann ganz einfach wieder entfernen, sauber machen, neu verwenden. Ich hatte mal einen, der war aber total old. Ich muss mir mal einen neuen zulegen. Jetzt habe ich durch Zufall gesehen, diese Teebeutel in so einem Billigladen. Und jetzt habe ich mir die erstmal geholt. Ich muss mir demnächst aber mal so ein Tee-Ding holen. Naja, auf jeden Fall füllt man dann einfach die getrockneten Blüten rein und dann ganz normal wie ein Teebeutel halt verwenden. Ist super, vor allem hat man keinerlei Zusatzstoffe drin, man weiß, was drin ist. In Tee ist ja auch oft Mist drin, also da sind auch schon öfter mal Zusatzstoffe drin, Reste von, was weiß ich, Spritzmitteln oder so. Und so hat man so einen richtig schönen Bio-Lavendel-Tee. Schmeckt sehr gut, ich liebe das. Ich habe mir das mal aufgeschrieben, damit ich euch das nochmal sagen kann. Lavendelkraut als Tee hilft ja angeblich bei nervösen und stressbedingten Zuständen. Er beruhigt gleich aus, ohne müde zu machen. Im Gegensatz zu Baldrian, der macht mich nämlich mega müde. Also zum Beispiel, wenn man jetzt eine Prüfung hat oder so, dann kann man sich dann ein bisschen beruhigen. Das macht einen dann nicht schlapp. Dann bei körperlichen Symptomen wie Einschlafstörungen, Wechselbeschwerden, Nervenleiden, Bauchkrämpfen, hohem Blutdruck ist Lavendeltee eine natürlich wirksame Medizin. Den sollte man übrigens länger als normal ziehen lassen. Also normalen Tee, da steht ja immer so drauf, Ziehzeit 1, 2, 3 Minütchen. Und Lavendeltee soll man übrigens bis zu 10 Minuten ziehen lassen. Ich bin übrigens so ein Mensch, ich lasse meinen Teebeutel einfach immer drin. Und wenn er da stundenlang drin ist, mich stört das überhaupt nicht. Viele sagen dann, ah, der Tee wird zu stark. Ist mir vollkommen egal. Also ich bin da irgendwie komplett unempfänglich für. Ich weiß auch nicht, wie ist es bei euch? Ich bin sowieso ein Teetrinker, ich liebe alles. Außer grünen und schwarzen Tee, die hasse ich, ansonsten trinke ich alles. Wie bei allen Kräutertees soll wegen des Gewöhnungseffekts eine Anwendungszeit von 6 Wochen nicht überschritten werden. Das heißt, vielleicht habt ihr es schon mal gehört, wenn ihr zum Beispiel dauernd Kamillentee trinkt oder dauernd Fencheltee, hilft das auch irgendwann nicht mehr. Also man sollte nicht zu viel davon trinken. Beziehungsweise wenn man es nur wegen des Geschmacks trinkt, dann ist es natürlich egal. Aber wenn man einen Effekt davon erwartet, sollte man natürlich diesen Zeitraum dann auch nicht überschreiten. Dann habe ich hier Gewürzsalz gemacht. Auch hier ist der Lavendel noch drin. Ich glaube, ich lasse den auch drin. Ich sage euch jetzt erstmal, wie ich das gemacht habe. Also Lavendel soll ja auch die Verdauung positiv beeinflussen. Also es reguliert die Darmtätigkeit. Übrigens finde ich, dass Lavendel, für alle, die sich das jetzt gar nicht vorstellen können, so in die Kategorie Rosmarin oder Thymian eingeordnet werden kann. Das geht so in die Richtung. Ich habe jetzt hier 3 Tassen Meersalz. Man kann auch Steinsalz nehmen, man kann auch ganz normales Salz nehmen. Ich habe jetzt einfach Meersalz verwendet und dann habe ich das immer geschichtet mit ein bisschen Lavendelblüten. Immer so Schicht Salz, Schicht Lavendelblüten, das hinterher noch ein bisschen durchgeschüttelt. Und dann lässt man das einfach in einem verschlossenen Glas für eine Woche. Theoretisch kann man dann später das Ganze mit einem Sieb voneinander trennen. Wer es allerdings intensiv mag, kann das Ganze später in den Mörser geben und alles gut durchmörsen. Sagt man das so?
Man muss halt gucken, je nachdem, wie intensiv man das mag. Ich habe es halt noch nicht ausprobiert, deswegen ich überlege noch, vielleicht mache ich so Hälfte, Hälfte, dass ich eins rausfilter und das andere Mörse? Und dann gucken wir mal. Also ich werde euch mein Feedback mal in die Kommentare schreiben, aber ich habe es jetzt, wie gesagt, alles noch nicht gefiltert. Bin jetzt noch nicht dazu gekommen, aber ich werde es auf jeden Fall demnächst machen. Ja, da man Lavendel eben essen kann, sind mir noch ganz viele Dinge in den Sinn gekommen, beziehungsweise ich habe auch mal ein bisschen gegoogelt, da findet man ja sowieso unendlich viele Rezepte, zum Beispiel, was man auch machen könnte, so eine Kräuterbutter herstellen, mache ich ja sehr gerne. Ich stelle ja sehr gerne meine eigene Kräuterbutter her, das ist ja auch einfach, man nimmt einfach vegane Butter oder Margarine, ne? Mischt das mit so einer Packung zum Beispiel TK-Kräutern, dann mache ich da noch ein bisschen Salz rein, Knoblauch, dann mischt man das Ganze durch, lässt das ein paar Stunden ziehen oder ich lasse es auf jeden Fall über Nacht ziehen, dann hat man Kräuterbutter. Könnte man ja auch noch ein bisschen Lavendel mit reingeben, das wäre wahrscheinlich sehr interessant. Oder ich habe mir überlegt, da ich jetzt die Tage Brombeermarmelade gemacht habe, selbst gepflückten Brombeeren, ich habe ja schon mal Löwenzahnmarmelade gemacht, von daher weiß ich ja, dass es nicht nur mit Früchten funktioniert. Also dann habe ich mir überlegt, was wäre denn, wenn man das mit Lavendel mal macht? Allerdings hatte ich keinen Lavendel mehr übrig, konnte es nicht ausprobieren. Aber vielleicht habt ihr das ja schon mal gemacht. Ich habe mal im Internet geguckt nach einem Rezept, wo ich eigentlich keins brauche, weil ich weiß ja, wie das funktioniert mit dem Löwenzahn-Gelee. Falls ihr übrigens das Löwenzahn-Gelee-Rezept und Löwenzahn-Honig habe ich auch gemacht, beziehungsweise Sirup, falls ihr das nicht kennt, ich verlinke euch das mal in die Beschreibung. Sehr lecker, obwohl jetzt die Zeit natürlich vorbei ist. Aber ich glaube, nächstes Jahr werde ich auf jeden Fall wieder was machen. Man braucht für ungefähr 500 Gramm Marmelade 30 Gramm Lavendelblüten und 500 Milliliter Wasser und Gelierzucker natürlich. Ist im Grunde relativ einfach. Man mischt Wasser mit Lavendelblüten, püriert das Ganze und dann kocht man das mit Gelierzucker nach Anleitung auf. Steht ja hinten auf der Verpackung. Und das war's. Aber ich habe leider keinen Lavendel mehr übrig, um es auszuprobieren. Wäre sicher interessant, vor allem, man könnte es ja auch mit anderen Sachen mischen. Man könnte eine Erdbeer-Lavendel-Marmelade machen oder so. Ja, was für Rezepte kennt ihr noch? Was stellt ihr mit Lavendel an? Also, es gibt ja unzählige Dinge, was man damit machen kann. Schreibt doch mal gerne eure Anregungen in die Kommentare. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es hat euch weitergeholfen. Ich freue mich jedes Jahr über meine Lavendel-Ernte. Dann kann ich immer neue Dinge damit machen. Ist so schön und so herrlich. Das riecht ja gerade hier neben mir, riecht alles so schön nach Lavendel. Die kommen jetzt wieder schön in meinen Schrank. Gebt mir ein Däumchen nach oben. Ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder. Macht's gut. Tschüss.